Ah, die Idee! Die Idee muss her für ein Erklärvideo. In selbstgezeichneten Bildern soll die zuvor recherchierte Geschichte erzählt werden. Mit Bild und Text wird die Frage geklärt, warum feiern die Juden heute noch das Purimfest? Im Religionsunterricht der Sechstklässler geht es dem Lehrer also nicht nur ums Fachliche, sondern gleichzeitig um die Methoden und Medienkompetenz der Realschüler. Wie kann der komplexe Sachverhalt verständlich im Filmclip erklärt werden? Dann noch ein Drehbuch. Die Kinder erfahren, beim Drehbuchschreiben gehören Kreativität und Präzision zusammen. Ich finde, Fragen in so einem Erklärfilm passen irgendwie nicht, weil die Menschen antworten uns ja nicht. Um jedes Wort im Drehbuch wird gefeilscht und in der Gruppe verhandelt. Man muss das ja in eine Bildsprache bringen und auch in eine gesprochene Sprache. Und man muss es so rüberbringen, dass der andere, der das sich, den Film sich anguckt, auch versteht. Ja, und der Anspruch war halt, das kurz und knapp zu machen und ja, knackig zu machen. Und ich finde, das ist hier ganz gut gelungen. Also bin da sehr erfreut über das Ergebnis hier, auch wie sich die Lerngruppe hier da eingebracht hat. Team- und Kommunikationsfähigkeit werden geschult. Soziale Schlüsselqualifikationen für den Arbeitsmarkt. Fit for Future nennt die Salomo-Schule in Rastatt deshalb ihre digitale Medienerziehung. Es macht einfach Spaß, sich mit anderen Leuten auch auszutauschen über etwas, wenn man ein Ziel hat. Und das miteinander auch, dass wir was zusammen geschafft haben und nicht nur alleine, jeder für sich, sondern dass wir auch wirklich also Teamarbeit gemacht haben. Vielleicht noch eine Fotobox? Der Schnitt. Mit dem Schnittrechner im Religionsunterricht Medien erleben und gestalten. Die Multimedia-Werkstatt ist der erste Baustein des schuleigenen Medienkonzeptes. Der zweite: Sind die Schülerinnen und Schüler erstmal medienkompetent, beraten sie andere in Medienfragen als sogenannte Medienscouts, außerschulisch. Du musst dem König alles erzählen und ihn bitten, uns zu retten. In Persien darf man aber nicht ohne Erlaubnis vor den König gehen. Doch Esther geht trotzdem.